Okay. Bin noch ein bisschen rumgelaufen. Aber ich habe nicht viel entdeckt hier in Praga. Bin hier noch diesen Ort rumgelaufen und jetzt ist hier ein Krankenhaus. Das ist das Riesengebäude hier. Und da ist jemand, der hat eine Quest für mich. Ich schau mal nach. Hey, you with the book. Tell them they can't keep us here against our will. Go back to the ward. I'm telling you for the last time. The examination's not over. Man, this is a prison state. Even quacks will lock you up. You better stay out of this. Take it from me. Sie sollten sich heraushalten, glauben Sie es mir. Was ist denn überhaupt hier los? Is it all because patients won't get examined anymore? My friend felt under the weather, so we came. But look at him now. Sound as a bell. You came. They brought you on a cart, half dead. Probably after some kind of subversion. This is slander. It's better if they stay longer. For examination. You understand? Es ist besser, wenn sie etwas länger hier bleiben für Untersuchungen, verstehen Sie? Sagen, dass er zurücktreten soll. Mhm. Ihm Hilfe anbieten. Ich bin erstmal nett. Ich glaube, das ist ein bisschen barsch. I understand. They should stay here for their own good. You scum! You're siding with the quacks? What kind of patriot are you? Get here! With this simple trick, I can save some chloroform. Okay, jetzt kämpfe ich gegen die. Der Dialog hat mich gerade echt verwirrt, aber gut. Bukavac, kein Status. Also ich kann ihm keinen geben. Senkt die Auswirkungen des Status triggert. Wähle es. Dann nehmen wir doch mal Bukavac. So. Jeder neue Feind, Status gepeinigt, steigert den Schaden. Der Lebenspunkt des Feindes, zusätzlich, ja komm, das. Und wir unterbrechen mal seine Handlung, finde ich gut. Weil die haben zwei Messer, das ist halt kacke, ne? Ich habe keinen Bock auf Blutungen. Aua. Ist aber gut hier. Boah, ich kann Gehirnerschütterung. Na gut. Wirkt auf alle Feinde. Ha! Alter, schon wieder 38 Schaden. Mach mal bitte den hier. Es kann mir keinen Status hinzufügen. Trägt den Status auf einen anderen Feind. Danke. Und nochmal. Ist das krass. Einfach weggedottet, ey. Das hätten wir gleich machen sollen, wie ihr. Ich gehe mal ins Krankenhaus gucken, was da so ist. Und wie ihr gleich machen sollen. Arsch. Ich habe ihnen nichts getan. Aber ich mache doch gar nichts.
Cholera, Typhus, Hysterie, sie haben die Wahl. Toll. Die orthodoxe Kirche ist mir ein Dorn im Auge, sagt sie. Wenn mich noch einmal jemand erschreckt, erhöhe ich seine Dosis. Gut. Mittlerweile komme ich mit Blut etwas besser zurecht. Röchel, röchel. Ich habe nichts getan. Kann ich auch rein? Ich verpasse hier gleich den Einlauf. Was? Ein Arzt, der auch Thaumaturg ist? Bin ich. Da geht's nach unten. Geht's nach oben. Was ist das? Ein Seitenflügel. Dann tue ich hier erstmal nichts. Ich gehe mal nach oben, wenn das geht. Nein, geht nicht. Nach unten? Nein. Okay. Dann in den Seitenflügel, wenn mir das angeboten wird. Und es ist hier keine. Vielleicht muss ich später nochmal hierher. Immer heftige Diskussion beide. Lieft. Patienten benehmen sich immer schlimmer. Ich finde auch gar nichts so zum Lesen oder so, ne? Macht sich erstmal hübsch. Interessant. Dass ich mich hier umgucken kann, aber es ist keine Information hoch oder irgendwas. Ja. Na gut, dann gehe ich wieder raus. Keine Ahnung, wieso ich hier rein konnte. Mit nichts interagieren oder so. Oder mit jemandem sprechen. Alles klar. Dann gehe ich jetzt zu der Vorlesung meiner Schwester und ich soll mir vorher noch ein paar Pfannkuchen besorgen. Das ist optional bei der Quest. Ja. Slomice. Slomice. Da ist aber... Das ist mein Haus? Ja. Punkt von Interesse. Okay. Aber jetzt habe ich doch schon so oft angeguckt. Okay, hier ist irgendwas. Was ist hier? Aufgabenliste. Einkaufen. Kragen 3 Stück. Tinte, Kreide, ein ganzes Paket schnellstmöglich liefern an Herrn V. Rosicki. Aufgaben ist eine Notiz an einen Bediensteten. Offenbar braucht Valerie Rosicki neben Alltäglichkeiten noch Kreide. Da lang. Pfannkuchen bitte. Ich nehme auch einen. Scheiße, da zusammen. Oh, da liegt so viel Leckeres. Oh, das sind Rosinenschnecken oder so. Oh, geil. Und hier sind richtig tolle Törtchen. Wieso weint denn der arme kleine Junge? Kauf ihm das doch. Oh, Konfekt. Und eine Schokotorte. Oh, ich krieg Hunger. Will auch. Oh, ich nehme alles. Oh, Muffins. Das ist ein gemeiner Laden. Guten Tag, die Dame. Ich hätte gern alles. It smells so nice in here. Is that vanilla? Vanilla, raisins, butter, sugar and some more butter. You're in heaven. Can I help you? Herausfinden, ob sie sich an dich erinnert. Ich war mal als Kind hier. Da sah ich noch süßer aus, als ich schon bin. It's me, Victor.
I can't believe my eyes. Little Victor, oh my, how you've grown and how handsome you've become. Where is that little cherub who would stand in front of the display, staring at pastries? Und so gut aussehen? Ja, ist er wirklich. Ihr anvertrauen, dass du keine Süßwaren mehr isst, sagen, dass du Gebäck noch immer liebst, zugeben, dass du immer wegen ihr hier warst, nicht wegen des Gebäcks. Oh, das wäre geschleimt hoch 10, aber was machen wir? Komm! Mrs. Yagoda, as a grown man, I can confess that it was never the sweets. It was about you. Oh, you devil! But to be honest, I have a daughter, so if you ever... Excuse me, I'm waiting for my order here. No reason to be angry, darling. Just wait a moment. My daughter is taking the fruitcake out of the oven now. It will be hot. With raisins and orange peel? I'll wait then. Are you sure you're not a thaumaturge? Let that be my sweet secret. Pfannkuchen abholen. I'd like to collect Ligia Schulska's order. Of course. Give her my best. And don't hesitate to stop by for a little snack from time to time. Have a nice day. Oi, take the donuts and don't ask awkward questions. Have a nice day. Da hat sich jetzt zweimal verabschiedet. Und dann noch so merkwürdig. Soll keine dummen Fragen stellen. Wir haben einen Eintrag bekommen. Krankenhaus. Ein großer Raum voller Leute mit leeren Augen, wo der Geruch von Ammoniak, Laudanum und der Angst in der Luft hängt. Die Angestellten hier beißen die Zähne stark zusammen und sind fest entschlossen, den Leuten nicht in die Augen zu schauen. Denn sie können nur schwer versprechen, dass es nicht wehtun und alles wieder gut wird. Wenn sie wissen, dass es eine Lüge ist. Kann ich doch mal ganz kurz mit ihr reden? Nein, ich kann nicht mehr mit ihr reden. Interessant, oder? Was braucht man, um im Leben glücklich zu sein? Weiß ich nicht. Lesen. Artikel aus dem Tageskurier. Ein dunkler Schleier hat sich über das Hotel Imperial gelegt, den Stolz von Warschau und eines der vornehmsten Etablissements seiner Zeit. Einigen Gästen zufolge hallte am 8. September der Lärm feierlicher, jugender Menschen bis tief in die Nacht durch das Hotel. Die Feierlichkeiten fanden jedoch ein gleichermaßen abruptes wie tragisches Ende. In den frühen Morgenstunden stürzte einer der Feiernden, Ludwig Krajewski, von einem Balkon in den Tod. Laut der eilig hinzugerufenen Polizei handelt es sich dabei um einen unglücklichen Unfall. Zuständig für die Ermittlungen war der bekannte Untersuchungsrichter Alexander Voronin, dessen Sohn Piotr Voronin ein guter Bekannter des Verstorbenen war und ebenfalls zu den Feiernden zählte. Es besteht die berechtigte Sorge, dass die Ermittlungen nicht unvoreingenommen durchgeführt wurden und dass der Richter gegenüber seinem Sohn milde walten ließ. Viele Stimmen beklagen sich über die Korruption der heutigen Jugend. In Zeiten wie diesen ist man schnell geneigt, ihnen zuzustimmen. Mein Gott, was ist denn heute los? Es ist so schwer zu lesen. Was du denn? Fate has brought us together again, Victor Schulski. Why do you bother, King of the Tempermancers? I learned from my mistakes, and now the time has come for me to reclaim the throne and the title that I deserve. Come on, I dare you. Ihn zuerst fragen, ob er nur dich so belästigt und die anderen nicht. Do you pester other Thaumaturges too? Of course not. The others are insignificant compared to you. I dare you.
Jetzt hast du gerade gesagt. Eigentlich habe ich für so keine Zeit, aber er kriegt jetzt aufs Maul. So. Hab jetzt beschlossen, dass er voll eins auf die 12 kriegt. To me. Mhm. Ah, Lelek deaktiviert das. Senkt den erlittenen Schaden. Upyr deaktiviert das. Bukavatsch, du bist immun gegen neue Stati. Bukavatsch, mach das weg. Gut, Lelek. Wir unterbrechen ihn mal und das unterbricht auch. Ich würde auch ganz gerne. Okay, das ist gut. Und das auch. Oh, krass. Oh, das habe ich noch nie gesehen. Auch zum ersten Mal diese Spezialfähigkeit. Nice. So. Upyre. Dankeschön, Lelek. Ja, wir heilen uns mal hoch und machen das. Und nochmal. Dann nehmen wir doch ganz gern. Ich will sie mal sehen. Was hast du denn Schönes? Fügt Schaden zu, fügt Schaden. Was fügt Schaden zu? Fügt Schaden entsprechend 8-mal dem Fokus zu, der allen Feinden insgesamt fehlt. Stellt Fokus des Feindes komplett wieder her. Oh, Preis des Friedens. Verringert den Fokus, unterbricht die geplante Handlung. Verringert den Fokus, verlangsamt die Plöger um 2 Runden. Alter Schwede. Ja, dann. Mhm. Fügt Schaden zu, steigert den Schaden um weitere 100%, wenn der Feind gepeinigt ist. Ist es leider nicht, aber nicht schlimm. Jetzt ist er gepeinigt. Tschüss. Oh, Winterschlaf fügt Schaden zu, verlangsamt die geplante Handlung. Hohoho. Mist. Ich dachte, wir können es sehen. So, du noch. Was haben wir denn hier? Bukavatsch. Hier haben wir immer das hier genommen, ne? Mhm. So. Untergang. Oh ja, Untergang klingt gut. Ciao, ciao. Have you had enough? Never. There is no shame in losing to a better man. The way tells me to find you again soon. Sagen, dass du dich auf euer nächstes Treffen freust. Ihn auffordern, nicht wiederzukommen, ihn verspotten. Ja, komm. You don't have any powers. What way? What are you talking about? Your salutors are two drunkards with a screw loose. Stop calling yourself a thaumaturge. But the title. I.
Zwei Säufer, die eine Schraube locker haben. So. Nachmittag. Es ist Mittag. Punkt von Interesse. Punkt von Interesse. Denke also, stehle ich. Dann, ich gehe mal. Was ist da? Wir müssen hier runter. Ich gehe mal gucken. Irgendwas. Da. Seidenes Einstecktuch. Ein Einstecktuch aus Seide im Karo-Muster gewoben. Das Einstecktuch flog aufs Pflaster im Zorn geworfen. Es war noch immer durchdrungen vom Geruch indischer Blumen und innigster Enttäuschung. So hatte die Reise nicht verlaufen sollen. Er sollte mit einem Vermögen zurückkehren. Der versprochene Erfolg hatte sich als Wahn herausgestellt. Ja, so ist das manchmal ziellos. Er hält wieder eine Rede. Und hier war ich doch schon mal. Ja, okay. Das ist mein Haus. Ich gehe dann jetzt mal dahin. Zur Vorlesung meiner Schwester. Ich muss doch mal zurück. Da glitzert was. Kann das nicht so lassen. Hier? Nee, hier. Da auf der Bank. Ein Brief. Eine Postkarte. Liebe Sophia. Ich werde bald mit meinem neuen Trophäen nach Hause zurückkehren. Ich freue mich auf den Moment, wenn ich dir all diese seltenen Schätze zeigen kann. Bis dahin hoffe ich, dass du meine Kollektion noch 3 weitere Wochen hüten kannst, da meine Kreuzfahrt wegen der Winde verschoben wurde. Ich schicke dir meine wärmste Umarmung und hoffe, dich bald zu sehen. Oh Gott. Zbigniew? Zbigniew. Du hast deine Quest erhalten, botanische Schätze. Eine Postkarte mit einem Foto von Lima. Janotechi? Noteki. Noteki. Gott. Besitzt eine Sammlung ungewöhnlicher Trophäen aus Südamerika. Südamerika. Amerika höre, fällt mir immer irgendwie das Lied von Feivel der Mauswanderer ein. Ich hab echt den Teil zu oft geguckt. Let's wait. Let's wait until Nachmittag. So, let's kill some time. Und wir gehen zur Vorlesung. Oh, bin gespannt. Einladung. Ich habe die Ehre gehabt, seit 50 Jahren Einwohner Warschaus zu sein und seit mehr als 30 Jahren bescheiden allen Freunden der Musik zu dienen. Darum lade ich Freunde, Schüler und Hörer, die meine Karriere verfolgt haben, zu einem Gala-Dinner am nächsten Freitag um 20 Uhr in meine Wohnung ein. Bei diesem Jubiläum möchte ich meinen größten Schatz zeigen. Einen, den Linst höchst selbst benutzt hat. Ergebenst Jan Rocky. Alle lädt er ein? Hörer? Ich bin ein Hörer. Ein Gala-Dinner? Da müssen wir hin. Eine elegante Karte in einem versiegelten Umschlag. Am Freitagabend wird ein Geburtstagsdinner für den Pianisten Jan Rocky veranstaltet, bei dem er seinen größten Schatz präsentiert. Wahrscheinlich ein Instrument. Oh, oh, oh. That wasn't too hard. Geometrie-Lehrbuch. Ein abgegriffenes Buch mit Tränenspuren auf dem Einband. Gut, dass es die Geometrie gibt. Ein Ideal, das verbitterte Worte nicht zerstören können. Obwohl seine Eltern ihm die Flügel stutzten, glaubt er eines Tages ein großer Mathematiker zu werden und unter perfekten Rhomben und beruhigenden Kreisen und freundlichen Trapezen einen sicheren Hafen zu finden. Sich nach Träumen sehnen, Tagträumen, sich wünschen, was außer Reichweite ist. Ein Seidentuch gefärbt mit synthetischem Mauwein belebt die Silhouette, schwarze Wollhosen
Ringen etwas Klasse und eine Weste mit Rautenmuster sorgt für Kontrast. Eine neue Ära bricht an. Ein Mann muss sich nicht mehr genügsam kleiden. Ein Empfehlungsschreiben. Hiermit bestätige ich, dass Antoni Krajewski wohnhaft in der Hossa-Straße 2 ein exzellenter Klavierstimmer ist, stets pünktlich erscheint und seine Arbeit gewissenhaft und fachmännisch ausführt. Gezeichnet Jerzy Musinski. Angehängte Notiz. Krajewski für Freitag zu Jan Rocky bestellen. Ah. Ein handgeschriebener Brief, in dem ein Klavierstimmer empfohlen wird, sowie eine Begleitnotiz. Jan Rocky hat für Freitag den besten Klavierstimmer bestellt. Ja. Mr. Schulski, I presume. What gave me away? Your resemblance to Ligia. And the book at your waist. That's an interesting way of sewing up the binding. Let me take your coat. The lecture has already started. Follow the corridor. Zack, Mantel aus. Oh Gott. Turgismus in der Architektur. Professor Jan Zabedowski. Eine architektonische Stilrichtung, deren Auswirkungen seit einem Jahrzehnt sichtbar sind und die man als Ableger des Jugendstils bezeichnen kann, hat mittlerweile eine gewisse Reife erreicht, weshalb sie es verdient, kommentiert und bewertet zu werden. Es ist unschwer zu erkennen, in welchem Bereich sie dem vom Jugendstil geebneten Weg verlassen hat. Die kunstvollen Portale des Jugendstils, in denen Leichtigkeit und Finesse verwoben sind, wurden durch wuchtige Giebelornamente und gekrönte Bogengänge ersetzt, die wie ein böses Omen, wie eine ausgesprochene Drohung über den Betrachter zu hängen scheinen. Statt der für den Jugendstil typischen aufsteigenden Linien, die sich wie frische Zweige biegen, sieht man nur gezackte, schroffe Formen. Statt Harmonie regiert Chaos. Grässliche Mascarone vervollständigen das Gesamtbild einer Stilrichtung, die in das Zeitalter verbannt werden sollte, das sie überdeutlich inspiriert hat. Ins finsterste Mittelalter. The professor has already made a judgment. Muss hier leider noch einiges lesen, bevor ich zur Vorlesung kann. Stadtführer für Warschau. Franziszek Boritz. Es mag unglaublich klingen, aber das Gebiet, das auf der einen Seite von der Kellner und der Davna-Straße und auf der anderen Seite der Bugai-Straße begrenzt wird und in dessen Mitte heute eine idyllische kleine Bank steht, war früher eine riesige Müllhalde. Wo früher ein bestialischer Gestank in der Luft lag, riecht man heute nur noch wilde Blumen. Und wo früher Müllberge in die Höhe ragten, kann man nun den Ausblick auf Warschau genießen. Gnoja Gora. A change for the better? Surprising in this town. Surprising. Hier kann ich nicht rein, da kann ich rein. Noch etwas? Die Hölle der Jungfrauen. Gabriela Zapolska. Hör mir zu. Lass nicht zu, dass sie dir Klavierunterricht geben. Wird dich umbringen. Sie verstummte und wischte sich eine Träne aus dem Gesicht. Ich weiß einfach nicht, was sie von mir wollen. Es ist, als hätte ich Wachs in den Ohren, als wären meine Finger aus Holz. Sie rieb sich die Finger und tippte danach gegen ihr Ohr. Die Geste wirkte gleichermaßen witzig wie verzweifelt. Wenn du erstmal die chromantische Tonleiter spielst, ist es aus. Dann bist du verloren. Prime, Terz, Prime, Terz, Prime, Sekunde. Und so weiter. Zur Hölle damit. Sie zupfte an ihrem Ohrläppchen und schluchzte krampfartig.
Es ist doch kein Leben. Wenn ich am Klavier sitze, fühlt es sich an, als würde mir jemand den Magen im Bauch rumdrehen. Alles an mir verkrampft. Mir wird übel und dann muss ich automatisch weinen. Sie schniefte und hob verstohlen den Saum ihres Kleides an, um ihre Tränen zu trocknen und sich die Nase abzuwischen. Satzka, stell dich stur, weigere dich. Weigere dich, ihr auch nur in die Nähe eines Klaviers zu kommen. Boarding schools for girls truly are a devilish invention. Mädcheninternate sind die Erfindung eines Teufels. Mhm. Inequality between the sexes is a real problem that keeps society in economic stagnation. No wonder if half of population cannot take up a job or are not adequately remunerated for their work. We want to study, work, make our own choices. We want all of our lives. Lygia, I'd love to see you on the faculty. You must agree. There you are. Samuel, Cecilia, I'd like you to meet my brother. Mr. Schulski? The Viktor Schulski? The Thaumaturge? Sag, dass sie sich geirrt hat, sie höflich begrüßen. Ja, das bin ich. Yes, madam. It is I. Oh, I need to talk to you about Thaumaturgy. Lygia has told me a lot about you. I've been interested in it ever since I was a child, although, sadly, I was not blessed with power. Sadly is not a word I would use. Mr. Schulski, welcome to the Flying University. Willkommen, ich heiße Sie herzlich willkommen zur Fliegenden Universität. Fragen, was Lygia über dich erzählt hat, mehr über die Universität herausfinden und Lygias Vorlesung erwähnen. Also. Congratulations, Professor. You did great. I did. And what did you like the most? Dem, dass du zu spät kamst, dich mit Schmeicheleien retten. Dir etwas ausdenken. Nein, ich bin ehrlich. Zu ihr bin ich ehrlich. Absolut. I only got there at the end, but what I heard sounded competent. You know that science is your domain, not mine. Still, it doesn't change the fact I'm very proud of you. Ja. Tut mir leid, dass ich zu spät kam. Ich hoffe, ist nicht sauer. The university is an interesting venture. Where did you get the idea? Out of necessity. The occupiers control all the academies. They don't allow women to study and don't care about the level of education. And the future Poland will need an intellectual elite. Darauf hinweisen, dass es illegal ist? Nee, das machen wir nicht. Nach dem Namen fragen. Und das Polen der Zukunft benötigt eine intellektuelle Elite. Where does the university's name come from? For obvious reasons, we don't have a permanent residence. Our academy is constantly flying between the apartments of people willing to host us. Some also mockingly say we are a childlike and girlish university, as the university was created with women in mind. But the mockery will soon end, because our graduates have already started scientific careers abroad. Ja, das glaube ich. Das wird auch so kommen. In Zukunft, dass es viele Frauen gibt, die Professor sind und mehrere Doktortitel haben. Und Gott sei Dank ist das so. Nach berühmten Absolventinnen erkundigen. Names among the graduates? Mrs. Skłodowska-Curie, for instance. Our Nobel Prize winner. So. Let's talk about something else. Of course. Fragen, was Lygia über dich erzählt? Ich frag's trotzdem. I'm afraid to ask what my sister has told you. Nothing but the truth, albeit not all. We are a civilized people, after all. I'm interested in stories about thaumaturgy. I find it fascinating. Sagen, dass du praktische Kenntnisse hast. Ich bin an allem interessiert, was mit Thaumaturgie zu tun hat. Ich finde das Thema sehr faszinierend.
sagen, ob ihr Thaumaturgie gelehrt wird. Do you teach Thaumaturgy here? I've heard that it's becoming popular in Paris. In our academic circles, hardly anyone shares my interest. We've already talked about it. With such a limited amount of sources, there's not much we can do. That's why we should use the knowledge of someone who traveled half the world to learn the tricks of the trade. I'm afraid you overestimate me. Please, do tell us about your travels. Kurz über deine Reise reden. I used to live with the whirling dervishes in Damascus for some time. The dance keeps salutors away. I've also met an Inuit sage who claimed he could talk to them. How? How is that possible? Cecilia, let's give Mr. Schulski some space. Wir löchern sie ihn noch nicht mit so Fragen, aber ich würde ihn auch löchern. Let's talk about something else. Erzähl mir mehr. Of course. Okay, dann haben wir ja alles. I'll take a look around the room. Mr. Schulski, we must talk. It's important. Please find me later. Okay, machen wir. Wenn du sagst, es ist wichtig. Oh, I think you'll find that the catering tables aren't the only place you'll find something sweet. Give me a break. Only if you brought some donuts. I did. I know one should not stand between you and sugar. You're speaking words of wisdom, brother. Then I will leave you as well. Mr. Schulski, please meet our students. Please meet our students. Gut, dann mache ich jetzt erstmal einen Cut hier für diese kleine Aufnahmesession. Ich habe jetzt ein paar Folgen aufgenommen. Ich bin sehr happy. Ich habe erreicht, was ich wollte. Ich habe jetzt, ich glaube, 4 Stunden oder so habe ich aufgenommen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wir haben endlich Morana. Super. Richtig cool. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Ciao, ciao.